Der Abend hat mir sehr gut gefallen. Es ist eine schöne Stimmung. Es ist die Berliner Stadtgesellschaft, die zusammenkommt und einfach einen schönen Abend hat. Und das ist was Schönes zum Jahresauftakt. Ich finde es auch gut, dass es nicht nur das Vergnügen ist, sondern dass da auch noch eine ernsthafte Botschaft hintersteht. Wir haben 30 Jahre Mauerfall, wir haben 70 Jahre Bundesrepublik und der Ball kommt Kindern zugute. Das ist was sehr Schönes und das ist gut, wenn man das verbindet miteinander. Genau, jetzt haben Sie was schon ganz Schönes zu dem Motto gesagt. Was verbinden Sie denn mit dem Mauerfall an sich? Für mich ist der Mauerfall der Glücksfall des letzten Jahrhunderts. Mit dem Mauerfall ist verbunden nicht nur die deutsche Einigung, sondern auch die europäische Einheit, die friedliche, demokratische Revolution. Und dass wir eben heute in Freiheit und Frieden leben können, das ist auch eine Verantwortung, die wir haben für die künftige Generation. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir daran erinnern, dass eben auch die Demokratie nicht selbstverständlich ist, sondern dass wir immer wieder neu dafür streiten und kämpfen müssen. Wie haben Sie denn als Kind die Jahre nach der Wende in Ostdeutschland gelebt? Ja, für mich war das eine ganz aufregende Zeit. Ich habe das erlebt. Ich war 11 Jahre alt und ich habe erlebt, dass meine Eltern jeden Tag vor dem Fernseher waren, das verfolgt haben, was passiert, dass sich eigentlich stündlich etwas veränderte. Dann die erste Umbruchszeit natürlich auch, was das bedeutet hat, wenn alles, was bisher galt, eben auch anders wird. Und ich habe dann erlebt, dass viele, viele Menschen das auch gut gemeistert haben und in den letzten 30 Jahren sehr, sehr viel dafür gearbeitet haben, dass sich das Land insgesamt gut entwickelt. Und das wertzuschätzen, in Ost wie in West, das ist sehr wichtig, glaube ich, auch für unsere gemeinsame deutsche Zukunft. Sehr schön, vielen Dank. Werden Sie denn heute noch ein bisschen tanzen oder geht es jetzt schon nach Hause? Nö, also nach Hause will ich jetzt noch nicht. Ich habe ja hier ganz viele Menschen, mit denen es spannend ist, sich zu unterhalten. Und es ist ein schöner Abend und ich nutze die Zeit hier noch ein bisschen. Ja. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß und noch gute Gespräche. Ja, vielen Dank.